Also wird es eines hier haben und dann zwei da oder alle drei da? Weil es ist nicht genug, ich glaube nicht, dass es breit genug ist für also drei, wenn Sie drei Meter. Nah genug beisammen sind, kannst du es so machen. One, two, three. Lower, Calvin. Calvin, lower. Cyril, slower. You have to be slower, Cyril. Calvin's not fast enough. Du musst auf die Seite gehen, wenn es reißt, dass du nicht unter der Stange bist. Natürlich. Deswegen ist es cool, wenn es rundherum angebunden ist. Das hält es nicht aus. Nein, du musst es auf dem, das Rohr drunter ist. Scheiße. Nee, machst du mal, dann nicht halt. Ja, ich muss nur wegspringen können, wenn das andere oben abreißt und runterfällt. You have to move over here, Siri. Stop. Now go lower, Cyril. Lower. Down. Thanks. A little bit up, Cyril. That's it. Ja, es war 1988. Ich lebte damals in der Nähe von Köln, als mir auffiel, dass das Jahr der 50. Wiederkehr der sogenannten Reichskristallnacht in den Medien praktisch nicht erwähnt wurde. Wenn man den Schlüsselbegriff herausnehmen wollte, der einfach für diesen Wahnsinn steht, dann wäre es für mich der Begriff Selektion. Das heißt, die Idee einer Gruppe von Menschen, dass sie das Recht hätten, zu unterscheiden, wer minderwertig ist und wer höherwertig ist. Und das zu messen an einer Pseudowissenschaft, das heißt an der Haarfarbe, an der Farbe der Augen, an der Form der Nase und der Ohren, das ist für mich eigentlich der Schritt in den Wahnsinn und der wirkliche Sündenfall. Ich habe damals beschlossen, eine Installation zu dem Thema zu machen und meine Idee war, eine 100 Meter lange Bilderwand im Zentrum Kölns zu errichten. Ich wollte ganz bewusst auf jedes dokumentarische Material verzichten. Ich fand, dass die Fotografien von Leichenbergen in Auschwitz und dergleichen so oft benutzt waren, dass sie ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Das fand ich auch falsch für mein Konzept. Ich wollte eine Art Bestandsaufnahme machen. Das heißt, im Jahr, in dem ich das Projekt gemacht habe, wollte ich Kinder zeigen, die in Deutschland leben. Das heißt, ich habe türkische, christliche, behinderte Kinder, unterschiedliche Kinder fotografiert. Ich habe die Kinder auf der Straße angesprochen, Eltern die Erlaubnis geholt, Kinder von Bekannten und so weiter. Ich habe den Kindern ungefähr erklärt, worum es geht und ihnen überlassen, welchen Gesichtsausdruck sie haben wollen. Es war wirklich der markanteste und sichtbarste Punkt im Zentrum. Man hätte keinen besseren finden können. Und außerdem hat dieses Aufstellen der Bilder entlang der Bahnstrecke der ganzen Installation noch eine besondere Authentizität gegeben, weil es ja diese Bahnstrecken waren, die diese vielen Menschen in die Vernichtungslager transportiert hatten. Es gab Unmengen von Anrufen bei der Stadt, beim Museum Ludwig. Leute waren entsetzt, diese Kinder ansehen zu müssen. Wir hatten auch Videokameras, die diese Bilder bewacht haben in der Nacht. Trotzdem hat bereits nach dem zweiten Tag jemand ganz bewusst die Bilder zerschnitten. Und zwar immer in der Höhe der Kehle der Kinder. Ich habe dann überlegt, wie man diese Handlung mit einbeziehen kann in das Kunstwerk und habe die Bahnen nicht ausgetauscht, sondern sie ganz grob geklebt, sodass die Schnitte deutlich sichtbar waren. Ja.
Das Interessante ist, die Arbeit ist bei weitem intensiver und stärker geworden.